die Schweizer Alpen. Noch vor 150 Jahren waren sie unberührtes Territorium. Bis einzelne Pioniere anfingen, Wege auf die Gipfel zu suchen. Und der Schweizer Alpenclub SAC begann, das Gebirge mit Hütten zu überziehen. Heute sind die einst unberührten Berge Freizeitparadies für die Massen. Doch was trieb die Pioniere von damals an? Und warum lockt es uns heute noch auf die Berge? Es ist Ende Juni, Start in die Sommersaison auf der Fründenhütte oberhalb von Kandersteg. Die Wiedereröffnung nach dem Winter ist für den Hüttenwart Marc Schertenleib kein Tag wie jeder andere. Es ist immer besonders, weil du weißt ja nie, was noch alles geht oder ob etwas ist kaputt gegangen im Winter und was für Schäden hast oder ob keine hast und ob die Wasserleitungen noch funktionieren vor allem. Oder ob man irgendwo nicht gut hat entleert im Herbst, wo das noch gefroren ist, dann kommt aber auch kein Wasser. Ja. Also es ist alle Jahre wieder neu. Kaum ist drinnen das Telefon in Betrieb, kommen die ersten Reservationen herein. Ich hasse gerade, ich muss da im Buch blättern. So, Dienstag, der zweite. Sehr gerne, ja. Mit der Nacht und zum Morgen. Nein, also so Wanderschuhe braucht es schon. He. In den Turnschuhen bist du noch nicht wohl. Für Erwachsene ist es 68. Ja. Marc wird heute nur einen einzigen zahlenden Gast haben. Einen Touristen aus Kandersteg. Hüttenwanderer sind die am stärksten wachsende SAC-Klientel. Und sie kommen auch bei schlechtem Wetter. Villa Sebastian, ich hatte eine E-Mail geschickt. Also. Genau. Sie haben auch mit Nachtessen und Frühstück. Ja, genau. Ja, ich denke, heute haben wir das Nachtessen ein bisschen später. Es kommt noch der Vorstand hoch. Ja. Okay. Dann wird das vielleicht um 7 oder so. Gerne. Ja. Brauchen Sie irgendeine Anmeldung oder so von mir? Oder? Ja, das reicht so. Das reicht. Gut. Ja. Man lebt die 4 Monate für die Hütten. Also, es gibt immer Arbeit, wenn es schön Wetter ist. Und wenn es schlecht Wetter ist. Juli, August kannst du nicht einfach die Tür beschließen und gehen, weil es gibt immer wieder einen, zwei, der kommt. Oder? Also dann musst du offen haben. Und ja, muss man halt doch ein bisschen zufrieden mit sich selber sein und die Zeit halt irgendwie auch geniessen können. Ja, jetzt kommen wir hier in unseren Schlafraum. Der ist noch unterteilt mit einer Tür. Hier im hinteren Schlafraum haben wir Platz für 24 Personen. Und dann wird es kuschelig warm, wenn wir hier die Hütte voll haben. Es ist eher noch eine klassische SAC-Hütte. Es ist noch ganz eine klassische SAC-Hütte. Es ist ein Steinbau. Wir haben ein Massenlager. Was der Vorgänger gemacht hat, ist, er hat Duvet gesucht. Dass man den Komfort hat und nicht neue kratzige Wolldecken schlafen muss. Was zur Folge hatte, dass wir jetzt halt ein bisschen weniger Schlafplätze haben als früher. Früher hatten wir in dieser Hütte 90 Schlafplätze und jetzt sind wir noch auf 60. Ist der mit? Ist gut. Lass mal los. Tipptopp. Gut. Ist noch der Funk mit drum? Ja. Ein Hüttenwart muss anpacken können. Marc installiert mit einem Kollegen die Wasserpumpe. Sie versorgt die Hütte mit Schmelzwasser. Marc ist 36 Jahre alt und arbeitet im Winter, wenn die Hütte geschlossen ist, als Hochleitungsmonteur im Tal. So, jetzt kommt unser Gleichgewichtsakt. Die Fründenhütte liegt hoch über dem Öschingensee, auf 2500 Meter. In den Bergen genügend Wasser zu finden, wird für immer mehr SAC-Hütten zum Problem. Auch hier musste die Wasserfassung schon zweimal verlegt werden. Jetzt komm! Ich darf ihn auf die Seite stellen, gut. Bis jetzt hat es hier immer gelangt, ja.
Wir haben immer genug Wasser gehabt. Aber ich denke, wenn es mal drei Wochen am Stück sollte schön sein, richtig schön, wo der Schnee geschmolzen ist, dann könnte es schon eng werden. Für die Freunde heute. Ja, dann müssen wir uns da etwas einfallen. Auf einen Gletscher irgendwo ein Seele suchen. Kannst du mal den Motor anlassen und dann die Wasserpumpe anlassen? Mal sehen, ob das funktioniert. Verstanden, ja. Wenn es nachjagt, sind wir einfach nass. Wenn es den Schlauch abjagt, wenn wir den nicht gut drauf haben, dann sind wir einfach nass. Ja, das sieht gut aus, he? Marc hat in seiner Hütte schon viele Gäste erlebt. Auf einen Besuch ist er besonders stolz. Er war noch Hüttenjunge, als die gesamte Schweizer Regierung im Jahr 2000 auf der Fründenhütte zu Besuch war. Hier sieht man den Bundesrat hocken auf unserem Spiegelbänkchen. Da hocken wir schon alle und schauen, wie viele Leute das über den Weg kommen, dass wir wissen, wie viel Suppe das zu kochen ist. Und dann hat die Landesregierung darauf Platz genommen. Hier sehen wir den Herr Ogi, damaligen Bundesratspräsident. Er ist hier seinen Kollegen einen Berg erklären. Er als Einheimischer kennt ihn natürlich einwandfrei. Er ist auch in der SAC-Sektion Altels, wo ich drinnen bin. Und dieser Sektion gehört auch hier die Hütte. Sicher mit dem Grund, dass er dann mit seinen Bundesratskollegen da hoch ist. Wirklich ein einmaliges Erlebnis. Am Abend ist der Vereinsvorstand des SAC Altels von Kandersteg hochgekommen. Er hält einmal pro Jahr hier oben Sitzung ab. Tun wir das wahrscheinlich mit der Solaranlage nicht aufstocken. Tun wir das mit dieser Batterie. Diese ist jetzt grösser, die hat mehr Kapazität. Und sollte die dadurch so weniger belastet werden, ich denke, dass wir das so mit der Solaranlage im Moment lassen. 110 Sektionen wie diese gibt es in der ganzen Schweiz. Ihnen gehören die SAC-Hütten und sie kommen für den Unterhalt auf. Der Vorstand ist zufrieden mit Marc als Hüttenwart. Er ist der Einzige, der nicht ehrenamtlich arbeitet. Was die Gäste fürs Essen berappen, fließt in seine Tasche. Der Übernachtungsanteil geht an die Sektion. Doch reich wird man als Hüttenwart selten. Also es gibt grundsätzlich gibt es ja verschiedene Hütten. Die einen haben viel mehr Begegnungen und viel mehr Übernachtungen. Und da ist sicher einfach das Geschäft irgendwie auch ein grosser Teil des Interesses. Und dann gibt es kleinere Hütten wie hier, wo halt irgendwie auch das Ganze ringsherum und der Lebensstil und wo halt das einfach auch zum Interesse muss gehören. Weil wenn man es rein aus geschäftlichen Absichten hier machen möchte, ist man sicher am falschen Ort. Dass es heute SAC-Hütten wie diese in den Schweizer Bergen gibt, hat eine lange Vorgeschichte. Bevor der SAC gegründet wurde, waren die Schweizer Berge noch unberührt. Es waren die eroberungslustigen Engländer, die sich ab 1830 als Erste auf die Berggipfel wagten. Mitglieder des englischen Alpenclubs bezwangen einen Viertausender nach dem anderen. Dass Ausländer als Erste auf den Schweizer Bergen standen, wollte er ändern. Der Berner Geologieprofessor Rudolf Theodor Simmler. Es ist das Jahr 1862. Simmler ist mit Glarner Führern auf dem Weg zum Tödi, als er die Idee zur Gründung eines Schweizer Alpenclubs hat. Ein Zusammenschluss von Schweizer Bergfreunden, um die vielen noch unbekannten Gipfel zu erkunden. . 1863 wird in Olten der SAC gegründet. Das Protokoll unterzeichnet von Rudolf Theodor Simmler. Die Geschichte des Schweizer Alpenclubs ist hier eingelagert, in der Burgerbibliothek in Bern. Der Historiker Daniel Anker hat sich seit seiner Studienzeit den Bergen verschrieben. In seiner Chronik zum 150-Jahre-Jubiläum des SAC hat er erstmals alle Gründer näher vorgestellt. Auch Rudolf Theodor Simmler,
der aus patriotischen Gefühlen heraus zur Gründung eines helvetischen Alpenclubs aufrief. Der Auslöser war, dass der Simmler irgendwie das Gefühl hatte, weil der Alpine Club in London gegründet wurde, 1857, dass die Engländer mehr Erstbesteigungen machen in der Schweiz, beziehungsweise, dass sie nachher auch darüber schreiben. Also es ist nicht nur einfach, dass man die Erstbesteigung macht, sondern man hat, er hat auch Angst gehabt, dass man nicht wissen wie man auf das Finsteraarhorn kommt, wie man auf das Lauterbrunnenbreithorn kommt, einfach auf all die Berge, dass man plötzlich nur noch englische Berichte hat. Es waren 35 Männer, alle aus der Deutschschweiz, die 1863 den SAC gründeten. Die meisten Akademiker und Beamte. Ihre Idee hat Auswirkungen bis heute. Der SAC hat sicher die wichtigste Rolle gespielt in der Schweiz, wie man heute zu Berg geht. Denken wir schon noch an den SAC heute. Ich meine, er hat eigentlich das Gebirge in der Schweiz überhaupt erschlossen. Die grossen, bekannten Berge waren ja schon mit den Engländern, zum Teil mit den einheimischen Führern. Aber nachher auch die kleineren Berge, wie die heissen, wie man raufkommt, was man sieht von dort oben, das ist alles eigentlich der SAC. Den Menschen die Bergwelt näher bringen. Das ist heute noch Vereinsziel des SAC. Auf der Fründenhütte ist nochmals der Winter eingekehrt. Trotzdem ist Hüttenwerktag. Der Vorstand des SAC Altels stellt den steilen Wanderweg vom Öschinensee zur Fründenhütte hinauf in Stand. Nach dem Winter müssen Geländer neu verlegt und große Steine beseitigt werden. Es braucht Enthusiasmus, um mit anzupacken. Dieser Mann ist im SAC Altels und gleichzeitig auch Geschäftsführer des gesamtschweizerischen SAC. Wenn es schöner Wetter wäre, dann würden wir zu Berg gehen, dann würden wir es geniessen. Jetzt machen wir den Weg, dass Gäste hochkommen und auch die ganzen Mitglieder. Und das ist schon wichtig, dass wir da viele Freiwillige haben, die mithelfen. Sonst geht es gar nicht. Wir haben die Geschäftsstelle in Bern und die ganz grossen Sektionen haben 1-2 Personen angestellt. Aber alles andere basiert auf Ehrenamtlichkeit. Sein normaler Arbeitsplatz, der Sitz des Verbandes in Bern. Entschuldigung, ich bin etwas zu spät. Aber wir haben viel was läuft. Der SAC ist heute praktisch ein Unternehmen. Jeroen Vils managt die Geschäfte des Sportverbandes, der heute über 140.000 Mitglieder hat. An dieser Sitzung geht es um Personalthemen, um das Arbeiten von zu Hause aus. Ja, nur ist das etwas schwierig, oder? Wir wollen ja die Mitarbeiter grundsätzlich gleich behandeln. Und wenn wir dann sagen, in diesem Bereich ist das möglich und hier geht das nicht, dann können auch Spannungen entstehen, oder? Also das müssen wir uns schon gut überlegen. Und ich würde auch sagen, im SAC bieten wir die Chance von Teilzeitarbeit. Es gibt sehr viele Mitarbeiter, die Teilzeit arbeiten. Also die Aspekte, die Markus einbringt, die sind legitim. Wir haben ein Budget, ein zweistelliges Millionenbudget, das wir jährlich umsetzen. Also man sieht schon, der Club ist extrem gewachsen, ist heute sehr professionell aufgestellt. Und gerade die Kombination zwischen Ehrenamtlichkeit in den Sektionen und der Geschäftsstelle zu Bern, das macht es aus. Das war die Geschäftsstelle des SAC vor 140 Jahren, das sogenannte Zentralkomitee. Als die SAC-ler begannen, die Berge zu erkunden, wurde das Bergsteigen gerade erst erfunden. Das ist ein alter Film, der die Erstbesteigung der Jungfrau 1811 nacherzählt. So hat man sich das Berggehen im 19. Jahrhundert vorzustellen. Hütten gab es noch keine. Geschlafen wurde im Freien. Leitern wurden mitgetragen, um Gletscherspalten zu überwinden. Ein schwarzes Tuch musste als Sonnenbrille reichen.
Die Leute aus den Bergen, oft Gemsjäger oder Bauern, waren die Träger und Führer. Die gebildeten Herren aus der Stadt fühlten sich als Entdecker des eigenen Landes. Die Naturwissenschaften begannen aufzublühen. Es war eine Zeit, in der noch nicht klar war, ob Menschen auf Gletschern oder in großen Höhen überhaupt überleben. Mit einer Gipfelfahne wurde die Besteigung besiegelt. Die Erstbegeher hofften, dass sie auch vom Tal aus sichtbar sein würde. Auch die Gründer des Essatsee gingen so in die Berge, etwa von Fellenberg, neben Simmler eine wichtige Gründerfigur. Jetzt geht's da rein, in dieses Reich. Spannend. Stefan Hechler vom Alpinen Museum zeigt Daniel Anker Gegenstände der Gründer. Also hier ein paar Fellenberg-Sachen. Was? Vom Fellenberg selber? Genau, das ist sein Fernrohr. Wow. Kannst du mal schauen, ob du noch etwas siehst? Zeig mal. Jo, da sehe ich jetzt noch gar nichts. Da würde ich auf jeden Fall das Silberhorn, das er zuerst mal da war, würde ich jetzt nicht entdecken. Aber er hat etwas gesehen. Das ist also quasi eine Reminiszenz an seine Arbeit. Er war ja Bergbauingenieur und das sind Minenlämpchen. Und so hat der scheint es auch gebraucht, wenn er in Bergen ist. Das Minenlämpchen? Ja. Also morgen früh, wie sie gestartet sind, wie sie Licht haben gebraucht, hat er das mitgenommen? Ja. Normal hat man eigentlich so eine Art Kerze gehabt. Meistens hat man eigentlich eine Flasche gehabt, eine Weinflasche. Man hat ja so getrunken, man hat eigentlich nicht Wasser genommen, man hat Weinflaschen mitgenommen, Champagnerflaschen. Und dann ganz häufig für eine Tour haben sie den Boden abgeschnitten, abgehauen von Lampen, eine Kerze drin gesteckt und dann musste man aufpassen, dass man sich nicht schnitt. Und dann ist man so mit der verkehrten Flasche in der Hand ist man zu Berg. Und einer der berühmten Berner Oberländer Bergführer hat sich einmal die Adern aufgeschnitten, die Pulsadern, und der ist jämmerlich verblutet nachher auf dem Gletscher, weil er sich aufgeschnitten hat. Es lauerten überall Gefahren für die Pioniere der Alpen. Die ersten Bergfotografen scheuten keinen Aufwand, um den Leuten im Tal zu zeigen, wie es oben im Hochgebirge aussieht. Sie schleppten schwere Fotoausrüstungen in große Höhen hinauf, um die Bergwelt zu dokumentieren. Der SAC publizierte die Bilder in seinen Jahrbüchern als Orientierung für spätere Berggänger. Einer der ersten Bergfotografen war Jules Beck. Seine Glasplattensammlung aus dem 19. Jahrhundert lagert heute noch im Alpinen Museum. Das ist so heiß. Ja, das gibt es so. Alle drei nebeneinander. Beck benutzte damals ganz moderne, spezielle Fotoplatten, die erst im Tal unten entwickelt werden mussten. Und durch das hat er natürlich viel leichtere Ausrüstung als die anderen Fotografen, hat höher rauf können. Hat aber längere Belichtungszeiten gehabt. Man sieht das. Die Figuren, die drauf sind, sind meistens nicht geschafft. Die haben sich meistens nicht können ruhig haben. Er redet dann immer von meinen Berggeistern. Wenn man da durchsieht, wie die während dem Fotografieren sich bewegt haben und dann so wirklich wie so Gespenster rumschweben. Schließlich machte der SAC auch die ersten genauen Landeskarten vom Gebirge. Das ist die Exkursionskarte für das zweite Exkursionsgebiet, das Triftgebiet beim Rhonegletscher. Dort ist der SAC forschen, die Gipfel zuerst mal besteigen, Dammastock, Galenstock. Und dazu hat er eine Karte gebraucht und die Karte hat der SAC gemacht, weil die Tiefuhrkarte, die man dann nicht hatte, ist grosser Maßstab gewesen, da hat man die Berge nicht wirklich gesehen, nicht gesehen, wo man durchgeht.
Und der SAC hat gesagt, wir brauchen andere Karten, wir brauchen bessere Karten. Und was wir heute haben mit der Schweizer Landeskarte, geht eigentlich auf den SAC zurück. Und da steht hier, gestochen von R. Leutzinger, MDSAC, das heisst Mitglied des SAC, Maßstab 1 zu 50.000. Die Fründenhütte in der Sommersaison. Eine Bergsteigergruppe des SAC Altels, dem die Hütte gehört, hat den Aufstieg hinter sich gebracht. Cool, jetzt haben wir die halbe Tour schon fast geschafft. Das ist das Tagesziel. Das ist das Tagesziel, ja. Fit und munter erreicht. Ich gehe den Hurtig zum Marco anmelden, dass wir da sind. Ihr könnt schon Achi schauen, dass er passende Hüttenfinken findet. Und dann können wir zusammen etwas trinken. Ich will Hurtig rein zu mir. Ja. Die 28-jährige Andrea Lüthi ist Tourenleiterin. Sie kennt Marc, den Hüttenwart, von gemeinsamen SAC-Touren. Hallo! Hallo, Marc! Hallo, Andrea! Geht's gut? Ja, tipptopp. Hallo, bra. Oh, hast du viel zu tun? Jetzt läuft's. Hast du uns etwas bereit gemacht, ein Apero oder so? Noch nicht. Das ist aber jetzt eine Zeit. Hey, ja, gerne. Oh, ist gut. Es ist Hochsaison. Die Hütte ist jetzt an den Wochenenden fast immer voll. Vor allem mit Bergsteigern. Unterdessen sind auch andere Gäste angekommen. Ein Fußballclub aus dem Thurgau, der einen Wochenendausflug macht. Nicht die typische SAC-Klientel. Nein, ich bin noch nie gewandert. Nein, Spaß. Also ich soll wandern gar nicht mehr. So Hütte bin ich noch nie gesehen. Was meinst du mit so Hütte? Alles. Ja, auf Bergen. Frag wegen dem Land. Und wie viel ist es da so? Kein WLAN. Einfach auf wandern ist scheiße. Ist ein bisschen witzig. Ja. Findet ihr so SAC heute findet ihr das etwas cooles oder etwas doofes? Es hat kein WLAN. Es hat aber kein WLAN. Es ist nur WLAN. Ja, es geht. Es kein Netz. WLAN ist etwas perfekt. Also es müsste einfach noch Internet haben. Ja, genau. Genau. Da ist der Punkt. Am Abend bespricht die SAC-Gruppe die geplante Bergtour. Wir haben im Sinn gehabt, morgen um 16:45 Uhr zu morgen. Und dann können wir um 17:30 Uhr loslaufen hier bei heute. Ich denke, es ist gut, wenn wir hier bei heute die Stiege anlegen. Ich habe noch mit dem Margaret wie die Verhältnisse. Und es ist möglich, dass wir morgen im Übergang vom Gletscher zum Fels oben ein bisschen Wasser einschieben. Ich kann euch das zeigen auf der Karte. Tourenleiter wie Andrea sind keine Bergführer, sondern normale Tourengänger, die beim SAC eine Ausbildung gemacht haben. Eine große Verantwortung. Ja, sicher, ja. Aber die Ausbildung ist ja auch dementsprechend. Und wenn man das ein bisschen ernst nimmt, dann kann man für sich selber sehr viel profitieren, dass man dann so eine Tour auch leben kann. Frauen in den Bergen, das war lange keine Selbstverständlichkeit. Der SAC war ein Männerverein und weigerte sich, Bergsteigerinnen aufzunehmen. Darum gründeten Frauen früh einen eigenen Bergclub. Es dauerte bis ins Jahr 1978, bis der konservative SAC nicht mehr anders konnte, als auch Frauen aufzunehmen. Vor 115 Jahren ist der SAC gegründet worden, von Männern für Männer. Heute nun, rund 14 Jahre, nachdem die erste Frau die Eiger Nordwand durchquert hat, haben die SAC-Abgeordneten mit der reinen Männerbastion SAC aufgeräumt. Es geht hier einzig und allein um den Grundsatz, wollen wir das Problem Frauen in irgendeiner Form lösen oder nicht? Gewichtige Einwände lagen auf dem Tisch. Die Gefahr ehelicher Konflikte. Dürfen die Männer nicht auch unter sich sein? Dafür sprach unter anderem das Argument, die Ideen der Frauen sind so gut wie diejenigen der Männer. Den Zeichen der Zeit konnten sich schließlich auch die SAC-ler nicht mehr verschließen. Eine große Mehrheit stimmte 1978 der Aufnahme zu. In der Fründenhütte ist Hüttenwart Marc im Schuss.
Sein Haus ist voll belegt. Selbst Marks 11-jähriger Neffe packt mit an. Auch Marks Freundin Marika hilft mit. Sie arbeitet unter der Woche als Rettungssanitäterin. Dazu kommt jetzt im Sommer fast jedes Wochenende eine Hüttenschicht. Es ist irgendwie anders, hier oben zu arbeiten. Es ist streng, aber es ist für mich noch so eine Ablenkung von meinem Job. Von dem her tut es mir gut, zu laufen, so lang zu laufen. Und ich mache es natürlich auch, weil der Markt da ist und zu dem uns kommt. Von dem her ist es schön, aber auch streng. Ja. Die Gäste erwarten heute auch in den SAC-Hütten Kulinarik. Es spricht sich schnell herum, ob gut gekocht wird. Dementsprechend haben Hütten mehr oder weniger Gäste. Und hier bei uns ist, also wer Full House ist, der ist vom Fleisch her ist eigentlich ein Ragu oder geschnetzelt. Etwas, was man wirklich schon am Morgen vorbereiten kann und in einer Pfanne zwischenlagern kann. Und zum Nacht, ja, da kann man dann Reis oder Stocke oder Teigwaren, spielt man nicht so rum. Das geht eigentlich alles gut. Und wie lange ist jetzt so ein Hüttenwartsalltag, wenn die Hütte voll ist? Ja, irgendwo durch zwischen 16 und 18 Stunden. Und so haben wir einen schönen Wochenende. Das Bauen von Hütten war von Anfang an das wichtigste Ziel der SAC-Gründer. Es ist das Jahr 1936. Die Fründenhütte wird gebaut. Die Steine für den Bau werden vor Ort aus dem Fels gesprengt. Fast der ganze SAC Altdels war auf den Beinen, um anzupacken. Der Kandersteger Lehrer Ruedi Rösti filmte, wie das Bauwerk entstand. Es ist das wohl älteste Dokument eines Hüttenbaus. Wochenlang wurde gearbeitet, vieles von Hand hochgeschleppt. Auch Soldaten halfen mit. Um die Zeit des Zweiten Weltkriegs pflegten das Militär und der patriotisch gesinnte SAC ein enges Verhältnis. Der SAC unterstützte die Armee bei der Landesverteidigung, die Armee half dem SAC beim Hüttenbau. Okay, also hat der Möske nicht gebraucht. Sie hertragen. Das ist einer von. Ist das echt Vater, die Ämter? Ja, das ist Vater. So, dass er nie daneben schläft. Ja, da wir ja Fisi machten, wie jetzt gegen einen Support. Ja. Das ist so gut geregelt. Ex-Bundesrat Adolf Oggi mit seinen Cousins Hermann und Fritz. Sie alle sind Mitglieder des SAC Altdels. Ihr Großvater war der erste Hüttenwart der Fründenhütte. In den 40er und 50er Jahren waren sie oft bei ihm auf dem Berg. Also, das ist. Das ist bei der Fründenhütte. Großvater, Vater und meine Schwester. Wir hätten in den SAC-Hütten nicht verpflegen wie heute. Oder wir hätten vielleicht zu trinken bekommen: Tee, Kaffee und Suppe. Aber Brot, und das musste man in der Regel mittragen. Und das war ein ganz anderes Bergsteigen als heute. Suppe. Hat man natürlich sehr viel Alltagssuppe gehabt. Da hat man ja da die Mackiwürfel gesehen. Das waren so viereckige Dinge. Die auch Gäste haben die gebracht für Suppe. Wenn ich etwas essen wollte, dann ist ihre Suppenwürfel abgeben. Im Gegensatz zu heute, wo es schier mehr ein Hotelbetrieb ist, oder? Von mir aus gesehen, ist eigentlich fast ein bisschen übertrieben gegen früher, aber jetzt, es ist es so.
So sah es in den Anfängen in den SAC-Hütten aus. Gekocht wurde selber. Hüttenwarte gab es keine. Geschlafen wurde auf Stroh. Die Hütten waren damals noch schlicht eine Schutzunterkunft auf dem Weg zum Gipfel. Das ist die erste SAC-Hütte, gebaut unterhalb des Döddi. Danach kamen jedes Jahr mehrere dazu. Die SAC-Hütten haben eine ganz wichtige Rolle gespielt. Dort hat man den Schutz geholt, dort hat man, ist man in Sicherheit gsi. Dort hat man halt auch entscheiden, geht man jetzt auf Tour oder geht man nicht auf Tour. Wenn man nicht gegangen ist, hat man nicht Angst haben. Also von dem her gesehen, ist die SAC-Hütten spielen natürlich in der Entwicklung des Bergsports die entscheidende Rolle. Der Urgroßvater von Adolf Oggi und seinen Cousins hat in Kandersteg Geschichte geschrieben. Er stand mit einem Engländer als Erster auf der berühmten Blümli Saub. Das ist jetzt Leslie Steffen. Der hat sehr, sehr viele Erstbestiegungen gemacht. Und er hat unseren Urgroßvater mitgehen. Und das war ja so eine Legende. Früher hat es geheißen, da habe ich aber mit dem Sackmesser, mit der Ahle, in die Stufe gehackt. Das ist die Bestätigung, die er macht hat in sein Bergführerbuch. Das haben sie ja früher hier vor der Kirche auf dem Bank. Sie haben Bergführer runtergehockt, ja. Haben glotzet. Glotzet, das ist ein Walliser Ausdruck. Haben geguckt, wie Gäste kommen. Sie sind aufgestanden und haben das Büchlein gezeigt. Und dann haben sie dort drin können lesen, was er schon für Touren gemacht hat. Und haben ihn quasi so taxiert. Das Führen gab den Kandastegern eine neue Einnahmequelle. Sie führten reiche Touristen auf Gletscher und Berge. Die nationalen und internationalen Gäste suchten das Idyll, das sie in den industrialisierten Städten verloren hatten. Der SAC organisierte Bergführerkurse und verlieh Diplome. Für die Führer initiierte er eine erste Unfallversicherung. Die Berge sind noch heute das Kapital von Kandersteg. Das Dorf am Nordeingang des Lötschbergtunnels hat 1300 Einwohner und lebt primär vom Tourismus. Die Blümlisalpgruppe, die ob Kandersteg thront, kennt jeder Tourist. Aber auch Kandersteg's berühmtesten Einwohner. Schön. Nein, ich von Osaka. Ja, aber ich war in den Olympischen Spielen. Ah, ja, genau, in Sapporo. Ja, und Naiba. Naiba auch. Ja. Sapporo Olympic, das ist dann das. Kann man zusammen fotografieren? Über dem Öschinensee die Gipfel, die Oggis Urgroßvater erst bestiegen hat. Die Berge haben für Adolf Oggi eine Magie. Sie boten ihm immer Kraft und Inspiration in schwierigen Situationen. Auch in der Politik. Für das Budget. 2001 sind wir auf Chelton. Und ja, als Bundespräsident habe ich befohlen, 55 Minuten harte Arbeit, 5 Minuten rausgehen und die Landschaft, die Natur aufnehmen. Die Natur beobachten, wie die Nacht langsam reinschleicht, wie die Sterne kommen, wie die Lichter im Unterland brennen. Und wir waren dort oben gewesen, erhaben, sozusagen. Und wir haben das Budget für 2001 in viel kürzerer Zeit als üblich besprochen, sind einig gewesen. Und das Fazit war, dass der Bundeshaushalt 2001 einen Überschuss von 6,5 Milliarden Franken hatte. Seit seiner Jugend ist Adolf Oggi Mitglied im SAC. Das sind jetzt 56 Jahre. Es war anfangs 1900, als in der Schweiz der Bergbahnboom einsetzte. Das war die erste Seilbahn. Sie führte auf das Wetterhorn bei Grindelwald. Ab 1912 brachte die Jungfraubahn täglich hunderte Touristen in die vorher unberührte Gletscherlandschaft.
Selbst auf das Matterhorn und den Piz Bernina waren damals Bahnen geplant. Der SAC beobachtete den Rummel in den Bergen kritisch. Naturschutz wurde schweizweit zum Thema. Auch der SAC nahm den Schutz der Bergwelt explizit als weiteres Vereinsziel auf. Die Berge waren nicht mehr alleine für die Bergsteiger, sondern auch noch für die gewöhnlichen Touristen. Man hatte auch ein bisschen Angst gehabt, dass plötzlich eben die gewöhnlichen Touristen in die heile Bergwelt, in das Reich der Alpinisten, hineinkommt. Weil man natürlich auf dem Jungfrau Jochen hat man nachher können in Halbschuhen rumlaufen. Also das ist so ein bisschen, man hatte ein bisschen Angst gehabt, einerseits, dass plötzlich mehr Leute, mehr Nicht-Bergsteiger in die Berge kommen. Aber man hat auch ganz gesagt, man kann nicht alles das überbauen. Ich meine, wie nachher auf jedem Gipfel ein Berg, eine Bahn aufführt, dann ist das natürlich nicht mehr attraktiv zum Bergsteigen. Also das ist so um die Zeit, wo der Bergbahnboom wirklich gross ist worden, wo man hat angefangen, wirklich aktiv daran zu arbeiten, dass man sagt, man schützt jetzt die Berge. Die Erhaltung der intakten Bergwelt trotz gleichzeitiger Nutzung ist heute die größte Herausforderung für den SAC und den Geschäftsführer Jeroen Vils. Man soll die Berge erleben und die Leute sollen in die Berge gehen. Was wir einfach feststellen, ist, dass der Druck zunimmt. Also wir haben auf der einen Seite die Wanderer, Berggänger, Bergsteiger etc. Man hat aber auch jetzt die Thematik von der Energiegewinnung, oder? Windräder als Beispiel oder Staumauern etc., wo man darüber diskutiert. Dann haben wir den ganzen Verkehr, Nord-Süd-Achse. Und das sind natürlich schon Thematiken, die uns tangieren. Oder auch die ganze Fliegerei. Wir sind hier auf dem Niesen, ein wunderschöner Fleck, aber es ist fast schwierig, ein Interview zu machen, weil permanent ein Helikopter, ein Flugzeug in der Luft ist. Und das reibt natürlich auch. Wir haben die Leute, die geniessen wollen, und auf der anderen Seite natürlich auch der Lärm, der dadurch erzeugt wird. Auch am Niesen wird gerade gebaut. Lärm- und Aussichtsplattformen gehören heute auf vielen Alpengipfeln zum Alltag. Auch der SAC selber bringt viele Leute in die Berge. Heute tritt der Alpenclub für einen Stopp in der Erschließung der Bergwelt ein. Ich sehe es ganz klar so, dass wir heute die Alpen erschlossen haben. Wir sind nicht der Meinung, dass man da noch mehr zusätzlich erschließen sollte. Man soll optimieren in den bestehenden Geländekammern, wo heute schon touristische Infrastruktur vorhanden ist. Aber nicht zusätzlich Neues bauen, das wäre falsch. Es ist ja so, dass im Bergtourismus die Tendenz eher stagnierend ist. Also es ist nicht so, dass wir jedes Jahr mehr Skifahrer haben, um ein Beispiel zu nennen. Es nimmt tendenziell sogar eher leicht ab. Also macht es ja mehr Sinn, wenn wir in Qualität investieren, anstatt in Quantität. Das gilt auch für den SAC selber. Oberhalb von Zinal im Wallis, auf 3200 Metern, steht die neueste SAC-Hütte, die Cabane de Tracuy. Der Neubau wurde diesen Sommer eröffnet, als Ersatz für eine alte Hütte. Seit über 30 Jahren hat der SAC keine neuen Hütten mehr gebaut, sondern nur alte renoviert oder ersetzt. Jeroen Vils und die Hüttenkommission des SAC statten dem 5-Millionen-Bau einen ersten Besuch ab. Ja, ja. Alors, vous êtes dans la chambre numéro 1. C'est là? Wow. Regardez, une petite chambre à 4. 4 Bettzimmer. Sehr schön. Ja. Wow. Dankeschön. Ganz schön, ne? Merci. Dankeschön. Wunderbar. Voilà. Hellere und kleinere Schlafräume. Der erste Eindruck ist positiv, auch für den SAC-Chef. Sehr grümig. Also ich finde es wirklich schön, eben nordisch natürlich, das war früher auch nicht üblich. Das Fenster, das grosse Fenster, hell. Und was mir jetzt ganz speziell dort noch gefällt, ist, dass man es eben kann dosiert öffnen. Also es ist nicht entweder voll offen oder voll zu. Das kann man nur leicht öffnen, neben dem hat man noch Lüftung da. Also ich glaube, das ist schon, das ist Zukunft. Oder? Das war die alte Hütte. 100 Jahre alt, kalt, feucht, ungemütlich.
Komfortable Hütten ziehen neue Gäste an. Kein Widerspruch zum Naturschutzgedanken des Clubs. Es ist ja schön, dass gäng mehr Leute in die Berge gehen. Das ist für uns auch wichtig. Und ich glaube, es ist auch gut, dass die Leute die Berge entdecken und erleben. Ich habe es auch nicht so bedenken, weil wenn wir eine Stufe tiefer gehen, dann können wir so auf die Ebene von den ganzen Berggasthäusern, Berghotel und so weiter. Und die bieten ja wirklich mehr Luxus. Sie sind ja etwas teurer dafür, oder? Und ich bin jetzt nicht der Meinung, dass man die SAC-Hütte auf diesen Luxus-Level bringen sollte. Eine SAC-Hütte muss zweckmässig sein, sie muss sauber sein, sie muss sicher sein. Das ist auch noch der Schutzhüttenfaktor immer dabei. Da sind wir auf dem richtigen Weg. Die Küche, fast wie in einem Hotel. Die fünfköpfige Küchencrew unter Hüttenchefin Annelies sorgt auch für ein gutes Menü. Wir versuchen immer frisches Gemüse zu servieren. Auf Hütten ist das nicht so die Regel. Aber wir finden das wichtig und es wird geschätzt. Wir wollen schließlich, dass es den Leuten bei uns gefällt. Eine Hütte mit Aussicht. Die Cabane de Tracuy ist eine der größten des SAC mit 120 Plätzen und 6000 Übernachtungen jährlich. Und hat, was konservative Geister in Aufruhr bringt. Wir schauen jetzt die sanitären Anlagen an und die Dusche. Eigentlich haben wir hier sogar zwei Duschen. Ich zeige sie dir. Das sind die Waschbecken. Wir haben eine Dusche für die Frauen. Auf der anderen Seite ist die der Männer. Es gibt einen Zeitschalter. 2 Minuten kosten 15 Franken. Wir waren uns bewusst, dass das teuer ist, dass nicht viele Leute duschen werden. Aber eine Dusche oberhalb von 3000 Metern ist für mich ein Luxus. Besichtigungstermin für die SAC-Mitglieder. Der Bauherr erklärt die Technik. Eine Berghütte ökologisch zu bauen ist schwierig. Vor allem die WC-Anlage ist hoch oben am Berg eine bauliche Herausforderung. Das WC funktioniert ohne Wasser. Wir trennen Fäkalien und Urin. Die Feststoffe fallen auf ein Laufband. Das treibt der Nutzer an, indem er ein Pedal betätigt. Die Feststoffe fallen dann in große Säcke. In einem Raum im Untergeschoss der Hütte landet der menschliche Abfall. Alles wird Ende Saison eingetrocknet und per Helikopter ins Tal transportiert. Ein Problem, das wir noch lösen müssen, ist das viele Papier, das die Alpinisten benutzen. Das kann so nicht weitergehen. Auch die Energieversorgung ist modern. Solarzellen an der Fassade produzieren den Strom. Die Solarenergie wird in Batterien gespeichert. Zur Unterstützung steht aber auch hier ein Dieselgenerator bereit. Energieexperte Jörg Nipkow. Der SAC will Hütten möglichst nachhaltig betreiben, obwohl die Ansprüche steigen. Es gibt noch diese einfache, kleinere Hütte, die Holzführung haben, die ein paar Panels auf dem Dach haben, die vielleicht nicht einmal ein Generator haben. Aber das geht irgendwie bis 30 Schlafplätze oder so. Und das sind dann schon Bergsteigerhütten, die die Wanderer reklamieren. Oder wir machen jetzt die Erfahrung, dass Wanderer in gewissen Hütten, selbst bei unserer Ansicht nach sehr gutem Komfort, reklamieren, wo sind denn die Duschen, wo sind die Handtücher und so. Dem Trend der Zeit kann sich auch der SAC nicht verschließen. Auch wenn der Spagat zwischen Naturschützen und die Berge nutzen immer größer wird.
In der Fründenhütte bricht Andrea Lüthi am frühen Morgen mit ihren SAC-Kollegen zur Bergtour zum Fründenhorn auf. Zuerst geht es angeseilt über den Fründengletscher. Wie an vielen Orten erleben die Bergsteiger hier den Gletscherschwund. Die Eisdecke ist in den letzten Jahren massiv kleiner geworden. In der Länge, vor allem aber auch in der Dicke. Das hat Einfluss aufs Berggehen. Ja, hier seht ihr jetzt gut, wie extrem dass sich da der Gletscher hat zurückgezogen. Früher ist man da noch ebenswegs drüber rein. Und das wird dann noch die Zeit kommen, wo das ganz schwierig ist, von hier vom Gletscher an Fels durchzukommen. Muss man dann noch ein paar Mal rote Fahrbuche schleppen, damit man dann den Weg frisch markieren kann, irgendwo da unten. Es waren noch andere Zeiten, als Fritz Oggi 1871 als erster hier oben war, auf dem Fründenhorn, auf 3300 Meter. Das Ziel der SAC-Gruppe. Unten in der Fründenhütte. Alle Bergsteiger sind ausgeflogen. Marc, der Hüttenwart, hat eine Entscheidung getroffen. Seit 6 Jahren ist er hier oben. Jetzt will er schweren Herzens den Job als Hüttenwart aufgeben. Einerseits habe ich noch beruflich jetzt noch eine neue Herausforderung. Und einfach das Gefühl, jetzt ist noch so, jetzt bin ich noch im Alter, wo ich das noch machen kann. Wenn ich jetzt noch 10 Jahre hier oben bleibe, es wird immer schwieriger, noch sonst irgendwo wieder einzusteigen. Und das war so der Hauptgrund. Und der zweite Grund ist auch, eben, es läuft halt schon Juli, August. Also man ist schon voll ausgelastet. Und ich habe sonst noch ein paar Hobbys, die ich auch gerne mache im Sommer. Zum Beispiel? Gletscherfliegen, Klettern, Bergsteigen. Und ich bin einfach jedes schöne Wochenende oder jeden schönen Tag bin ich einfach hier oben gewesen, oder? Trotzdem ist für ihn jetzt schon klar, dass ihm die Schönheit der Berge fehlen wird. Ja, ja, total. Es war einfach mal ein Entscheid im Leben und es hat getroffen. Ich würde es sicher vermissen, nächsten Frühling. Eisentritte und Kabel erleichtern der SAC-Gruppe am Fründenhorn den Aufstieg. Marc, der Hüttenwart, hat sie bisher unterhalten. Für Andrea Lüthi und ihre SAC-Gruppe ist nochmals Konzentration angesagt. Sie dürfen keinen Fehler machen. Andrea als Seilführerin kann mit der Verantwortung gut umgehen. Wie Marc, der Hüttenwart, hat sie die Berge im Blut, seit ihrer Kindheit. Rutschig da durch, oder geht's? Hey, es geht nicht top. Das ist gut. Mein Vater ist zu Berg gegangen, sehr viel vorher. Jetzt geht er nicht mehr. Und das war eigentlich klar, dass ich mitgehe. Nicht, dass er mich geschleppt hat, aber ich musste schon überall hochkrebeln, auf jeden Baum und an jeder Hauswand hoch. Am liebsten habe ich geguckt, welchen Weg dass der schnellste ist, daheim auf unser Hausdach. Und das war irgendwie logisch, dass ich mit dem Tettel klettern bin. Und als ich dann anfing, Hochtouren zu machen, hatte er am Anfang schon ein bisschen Angst gehabt. Aber jetzt hat er Freude, glaube ich. Die Natur genießen und ein Ziel erreichen. Das ist es, was heute die Menschen in die Berge zieht. Und was heute noch den Reiz des SAC ausmacht. Hey, juhu. Super! Bravo, komm! Gratulieren! Gratulieren! Merci vielmals, Ländle! Super gsi. Ja, merci euch fürs Mitkommen. Danke. Wie wichtig die Berge den modernen Menschen einmal werden könnten, das hätten sich die Alpenpioniere vor 150 Jahren wohl noch nicht ausgemalt.